Die packen wir wieder zurück in die Kiste. Euch packe ich auch hier zurück in die Kiste. Dann ist es schon... Oh, ist es dunkel geworden? Da ist man voll am Machen, am Tun und auf einmal ist es dunkel geworden. Da kommt jemand rein, weh, da kommt jemand rein, weh, da kommt jemand rein, weh, da kommt jemand rein. Man sollte da vielleicht eine Tür reintun. Ist nur so eine Idee, ne? Aber ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Aber es sieht gut aus, dass es hier schön beleuchtet ist. Ui. Gib mir mal kurz die Tür. Ich könnte mir eine Eisentür machen. Aber nein. Ich mache da jetzt so eine Tür rein. Ich glaube, das setze ich auch noch mal einen nach hinten, damit das halt hier nicht so ein Scheiß ist beim Reingehen. Oder ich mache doch das eine nach vorne. Naja, das werde ich dann später sehen. Ich werde jetzt erstmal Brot essen. Weil ich habe schon wieder Hunger. Immer diese lebensnotwendigen Sachen, ne? Das geht ja gar nicht. So, hier alles in Ordnung? Ja, kein Ozelot mehr da? Nein? Okay. Also nicht okay. So, wie geht's euch? Alles gut? Komm nicht an die Eier ran. Hannelore, gib mir mal die Eier. So, danke. Danke. Oh, die viele Eier will ich. Erstmal. Ja, Bäume wollten wir noch fällen. So ein paar, damit ich vielleicht mal meine Baumarmee da hinten noch mal ein bisschen weiter erweitern kann. Weiter erweitern kann. So, mein Zuckerrohr ist auch wieder gewachsen wie bescheuert. Da steht eine Kuh. So. Bäume metzeln. Geh weg. Machen wir gleich mal Platz, falls wir da gleich wieder ins Setzlinge gegen Flogen kommen. Sind ja eigentlich immer ziemlich schnell. Weiß man ja nicht. So. Give me all that shit. Give me all that shit you have. And then you have more shit. Give me then auch. Oh Gott. My English is the best English that gives. Oh Gott, hör was auf. Ja, ja, wenn man so mal behaupten darf, ne? Eigentlich kann ich ziemlich gut Englisch. Es ist nicht perfekt, aber es macht halt Spaß, so ein bisschen schräg Englisch zu sprechen. Das ist halt ein bisschen lustiger, als wenn man halt so richtig perfekt Englisch redet. Als würde ich jetzt hier something talking about English things in the real English language. Then it's not the right thing I want to say, but it's okay. Und I have got an apple. Give me the apple. I have something to eat. Vermehren die sich? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die Bäume doch schon mal so ein bisschen auseinandersetzen. Und dann habe ich schon wieder keine Setzlinge mehr. That's entsetzlich. nein, das sind keine Setzlinge für mich. Da ist noch einer. Den packen wir da noch mit hin. Oh, da fällt mir auch noch einer entgegen. Und dahin. Dass sie so ein bisschen dicht wird. Nicht sehr dicht, aber so. Dass man schon sieht, ach ja, da stehen Bäume. Der ist mir schon wieder ein bisschen zu dicht. Kann ich besser da noch hinsetzen. Kommt mir hier noch ein bisschen Setzling. Da ist noch einer. Beziehungsweise zwei. Da noch einen hin. Und da. So, mal gucken, ob mir da irgendwas abgefallen ist hier. Aber sieht nicht so aus. Jedenfalls sind da schon mal ein paar mehr. Ich musste ja eigentlich auch noch mal mit Bohnenmehl amok laufen, aber das mache ich dann, wenn die Bäume hier gepflanzt sind. So, alle. Und jetzt gehen wir wieder komplett ohne Rüstung, bis auf einen Harnisch, in eine Höhle. Und zwar genau die Höhle, in der wir letztens auch schon waren, weil da habe ich jetzt voll Bock reinzugehen. Ich habe nämlich voll die Eier in der Hand. Und ja, das wird schon irgendwie schief gehen. So. Da ist, glaube ich, ein Creeper explodiert oder so. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, aber es sieht jedenfalls so aus. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Höhle wieder finde. Die müsste eigentlich bei dem Berg sein. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Da geht nämlich so ein kleines... kleines Loch in den Berg hinunter. Müsste da eigentlich gewesen sein. Ja, lalalala.
Ich habe jetzt eigentlich mal was gemacht, was ich eigentlich schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht habe. Ich habe mir nämlich mal angeguckt, was bei dem nächsten Minecraft-Update so kommt. Das hier, ja. Und ja, ich freue mich schon drauf. Es wird nämlich ein Biom-Update sein. Und Biom-Updates heißen bei mir wieder, ja, da werden wieder schöne Messerschnitte in der Landschaft sein. Juhu. Und ihr seht ja, das ist bei mir sehr häufig, dass das passiert. Also werden wir nach diesem Messerschnitt irgendwann noch einen Messerschnitt wahrscheinlich finden. Wenn wir da nicht schon ein bisschen schneller wieder irgendwo hingehen. Genau da, genau. Hier ist die Schlucht übrigens. Die habe ich jetzt mal ganz schnell wiedergefunden. Ich war letztes Mal in die Richtung gelatscht oder so, ne? Oder in da lang, weiß ich jetzt gar nicht. Und ja, ich bin ja eigentlich wegen Cobbles hier, ne? Nicht wegen Erkundung, weil das sieht ziemlich gefährlich aus. Besonders wenn ich hier so ohne Rüstung langlaufe. Ja, das ist sehr schlau, aber ich mich trotzdem hier ein bisschen erkunden gehen. Auch nur ein bisschen. Weil hier ist Eisen. Eisen können wir mal gebrauchen. Weil wir werden sehr viel Eisen brauchen, wenn wir sehr viel bauen. Denn ich werde mich durch den ganzen Berg schlagen. Und da werden wir Eisen brauchen. Und ich höre einen Zombie. Das ist die passende Musik, um in eine Höhle zu gehen. Yay. Aber wie gesagt, ich werde keine Höhlen-Playlist mehr haben. Weil mir das Gewechsel ein bisschen auf die Nerven geht. Dafür haben wir schöne Musik, wenn wir hier Amok durch eine Höhle laufen. Alter, ist das eine schöne Schlucht. Schön breit. Es ist selten, dass ich so eine breite Schlucht auch finde. Ja, breit, von wegen Maßeinheiten breit, nicht von wegen zu viel getrunken, ne? Schon. Ah! Geht sie weg, geht sie weg, geht sie weg! Okay. So meinte ich eigentlich nicht. Ich wollte nämlich eigentlich nicht hier runterfallen. Steht da auf einmal ein Creeper? Oh, Fledermaus. Da, Fledermäuse! Da, Fledermäuse! Ich mag Fledermäuse. Ich finde die voll putzig. Ich finde die so putzig. Und ja, wo war ich? Minecraft-Updates, ja, wegen Messerschnitte. Und was ich eigentlich ganz toll finde, was bei Minecraft jetzt endlich mal gemacht wurde, es gibt demnächst endlich mehr als nur zwei Blumensorten. Yay! Gut, das ist jetzt so nicht das Highlight, aber ich denke mal, gerade jetzt, wenn man Blumentöpfe aufstellen kann, dass man halt noch ein bisschen mehr hat, was man die Blumentöpfe stellen kann. Was waren da? Ich glaube, Flieder, gab es sogar Flieder, weiß ich jetzt gar nicht. Sonnenblumen gibt es auf jeden Fall jetzt auch. Die werden wahrscheinlich ein bisschen größer sein. Dann hat man auch immer so ein riesen Ding da im Garten stehen. Vielleicht kann man damit auch irgendwas machen, weiß man ja nicht. So aus Sonnenblumenkernen oder so. Vielleicht noch mehr Sonnenblumen ansetzen oder so. Keine Ahnung. Verbrennen, dann hat man schönen Brennstoff. Dann kann man beheizen und so. Ja. Ist das im Winter nicht so kalt? Naja. Das hat jetzt wenig Sinn ergeben, aber ist ja egal. Aber ich bin schon mal gespannt, wie sich mein Map Generator darüber wieder freuen wird, dass wieder ein Biom-Update gekommen ist. Oder kommen wird. Es ist noch nicht da. Ist auch noch nicht gesagt, wann. Jedenfalls nicht, als ich das letzte Mal geguckt habe. Und das war letzte Woche. Weil ich gerade so brennend interessiert hatte. Das habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, dass ich geschaut habe, was es denn Neues gibt bei der nächsten Update. Eigentlich interessiert mich das nicht so. Ich gucke meistens, wenn das Update dann da ist, was Neues. Damit man mal schauen kann. Weil dann hat man schon was Reelles da. Man kann das auch gleich ausprobieren. Weil vorab dann alles gucken ist dann auch ein bisschen blöd. Ich werde eh wieder die Hälfte vergessen. Ah, ich kenne mich doch. So, da kamen wir her. Wir kamen von da hinten. Da war ja nichts. Da ist ein Zaubenweg. Und hier. Von hier kamen wir, ne? Ja, von hier kamen wir. Ravanna. Und da ist nix. Da, doch, das Eisen. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Der schöne Nebeneffekt ist ja, wir können gleich nebenbei schön viel Cobbles abgrasen hier. Tun wir einfach mal so nebenher, einfach mal so eine kleine Wand einreißen. Ist das auch nicht so striktes, einfach nur Cobbles abbauen. Das mag ich nämlich nicht. Das ist einfach nur so dumm rumstehen und dann so eine Wand abschlagen. So, hey, yeah, Cobbles. Sie sind überall. Das auf Dauer. Das finde ich selbst, wenn ich privat spiele, auf Dauer echt nervig. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich genug Cobbles da habe. Da ist Spinny. Spinny, komm mal her.
Oh, Spinni, fällt gleich irgendwas auf den Kopf. Ich glaube, ich bin hier weg. Ich glaube, da geht doch lieber mal in die andere Richtung, wo wir noch nicht waren. Ah, jetzt ist doch noch gefallen. Ah, wo ist sie? Panik. So. Jetzt sind wir ja hier lang gegangen. Oder auch nicht, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, sind wir, haben uns hier durchgegraben. Und dann war hier nix. Nee, dann sind wir doch da an der Schlucht lang gelaufen. Bin ich denn da lang gegangen? Aber ich habe, glaube ich, zum Schluss die Schlucht gar nicht wiedergefunden. Da bin ich wahrscheinlich so dran vorbeigelatscht. Falls hier war es nicht. Da geht's ja runter. Und hier war ja mein Aufgang. Hier links. Genau. Sind wir dann da durchgegangen? Hier durchgegangen, ne? Huch, da ging's runter. Oh, da waren wir noch nicht. Hm, man ist ja neugierig, ne? Oh, ich glaube, hier waren wir doch schon. Ach, dann sind wir wieder hier. Bei der Schlucht. Ja, da ist nämlich das Wasser. Schauen wir doch mal hier nochmal lang. Genau, hier war ja dieser optionale Raum. Da ist die Schlucht wieder, ne? Jetzt war ich hier schon. Ja, das ist die Schlucht wieder. Hi! Hier habe ich den ganzen Kram liegen lassen. Hier ist es dunkel. Ach, geht das? Ach, hier bin ich runtergesprungen, ne? Nein, hier bin ich nicht runtergesprungen. Wo bin ich denn runtergesprungen? Da war doch noch ein bisschen weiter hinten. Ich laufe jetzt hier einfach mal wagemutig lang. Und habe mich dann in den Spinnenweben verhangen. Ja, geh weg. Geh weg. Ja. Und hier befinde ich mich auf einem Podest und kann mich umgucken. Aber schöne Schlucht. Doch. Die ist schick. Ja, dann nehmen wir hier mal eben ganz flick. Ich bin voll gestresst hier mit der Schlucht gerade. Ich möchte nicht, dass mir irgendwas auf den Kopf fällt. Und schon gar nicht, wenn es ein Creeper ist. Das muss nur einmal bumm machen und dann liegen wir unten in der Schlucht. Hier. Und zwar tot. Ich sollte mir angewöhnen, bevor ich in eine Schlucht gehe. Oder Höhle oder so. Ah, Wasser. Dass ich mir vielleicht eventuell eine Rüstung mache. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so unklug. Ach, hier ist ein unterirdischer See. Weil dann tut das auch nicht so weh, wenn wir irgendwo runterfallen, beziehungsweise uns irgendetwas trifft. Und wenn ich treffen sage, meine ich eigentlich die Pfeile von den bösen Skeletten, weil die tun richtig weh. Ups. Gibt es noch was Schönes? Nein? Okay, aber hier ist ganz viel Eisen. Meine Fräse. Ich hatte mir auch schon mal überlegt gehabt, einen automatischen Ofen zu bauen. Das wäre eigentlich sehr praktisch. Da kann man alles reinschmeißen, was man schmelzen möchte. Auch dann die Kohle halt, dass der halt die Kohle nachfüllt. Aber dann ist dann halt das Problem, dass wir nicht die Erfahrungspunkte rauskriegen. Also wir kriegen halt keine Erfahrungspunkte dafür. Die verfallen dann halt. Und dann habe ich doch wieder gedacht, so, ne, dann machst du das halt doch nicht. Die Idee war gut. Umsetzung würde auch ganz leicht gehen. Wollte man nur einen Ofen und drei Trichter mit einer Kiste drunter. Und dann hätte man einen vollautomatischen Ofen. Einen Puckofen, so, ne? Und das wäre eigentlich auch schnell gemacht, aber ich möchte gerne die Experience behalten. Oh, jetzt habe ich mich gerade vor der Lore erschreckt. Weil da war was Weißes. So. Was haben wir denn Schönes gekriegt? Nix Aufregendes. Kürbiskerne. Ja. Das war's. Ich sollte erst reingucken und dann das Ding abbuddeln. Aber, ne. Das war mir zu blöd. Ich höre ein Skelett. Wenn ich ein Skelett höre, dann möchte ich eigentlich ganz schnell hier weg.